Pünktlich zum Weltmeisterschaftsfinale gibt es einen neuen Skin für die Königin, nämlich den... boah, jetzt muss ich mal überlegen, wie das Ding denn eigentlich hieß. Es hieß, es ist die Champion Queen. Champion Queen, ja, Champion Queen. Kann nur Champion Queen sein, weil es ja auch den Champion King gab zur Weltmeisterschaft 2020. Also ebenbürtig und wie gehabt kleinere Ausschnitte aus dem, wie sie denn aussieht. Und ich kann euch nur nicht, ich weiß nur nicht, wie das Ganze aussieht. Das muss ich gleich nochmal nachgucken, ob der damalige Skin ein Kaufskin war. Ob das ein Kaufskin war oder ob das ein Skin war, der jetzt dann ab Anfang Dezember im neuen Pass ist. Das kann ich euch nämlich noch gar nicht sagen. Und deswegen weiß ich das noch gar nicht, wie das abgeht. Hier haben wir die nochmal ganz, ganz alleine. Achso, da, das ist nur eine Szene, wie sie eigentlich reckt, okay. Also wie sie auf ihrem Bogen hockt und nächste Szene, ah, jetzt wird sie einfach mal mit Gems wach gemacht und sieht aber gut aus mit ihren netten Bogen und den Feuerpfeilen. Finde ich zumindest sehr, sehr gut gemacht. Und wir können die aber nochmal alleine in Action sehen. Ich meine, wir hätten auch eine alleine Action für Yamas. Und zwar verschießt sie schöne drei Pfeile, drei Feuerpfeile. Und finde ich sehr, sehr gut. Muss ich sagen, ich bin zwar nicht so ein Skin-Verliebter, aber zumindest ja mit dem Account hier, mit dem Thorsten, hole ich mir den Skin. In der Regel, egal ob es ein Kaufskin ist, den Pass-Skin spiele ich ja in der Regel durch. Also zumindest schaffe ich das immer. Mehr recht als schlecht, aber nichtsdestotrotz. Schön gemacht hier und... die Bilder wollte ich euch nicht vorenthalten, beziehungsweise doch, die enthalte ich euch natürlich vor, denn ihr habt ja schon ein Bild in dem Thumbnail gesehen, also in dem Ankündigungsbildchen des Videos und auch wie gesagt, ich finde sie eigentlich ganz, ganz nett und kam oder sickerte denn heute auch bei Supercell durch. Und ja, so ein bisschen, die WM ist zwar nicht ganz an mir vorbeigegangen, aber ich habe schon so das ein oder andere gesehen. Bei zumindest Noobs habe ich einiges geguckt. Grüße gehen übrigens raus und gute Besserung. Aber dennoch so ein bisschen so, so jetzt sind wir erstmal wieder in meinem Dorf. Letztendlich, was so die ganze Szene angeht, vor allen Dingen im deutschen Discord, also nicht im deutschen Discord, sondern im deutschen Teil des Supercell Discord, ist einfach seit Jahren Totenstille. Totenstille, da schreibt nicht ein einziger mal überhaupt irgendetwas. Ich meine, es gibt ja auch nicht mehr so viele, die dort vermutlich etwas schreiben können oder könnten oder was auch immer. Aber auch so in den, im internationalen Bereich Clash of Clans wird dort eher, ich sag mal so, gegenüber den anderen Spielen nach wie vor eher mau agiert. Das heißt, es kam ja jetzt die News raus und die anderen News finden wir natürlich hier in etwas abgewandelter Form. Ich habe sie jetzt in Englisch vorliegen, ich habe sie mir aber auch schon in Deutsch durchgeguckt und die Final Details, jetzt ist der letzte Qualifier, ich glaube, der war ja am letzten Wochenende, wo Tribe Gaming auch noch mit reingerutscht ist in die World Finals. 6 Finalgegner fehlen jetzt noch für die Zeit zwischen dem 3. und 5. Dezember ab 6 Uhr, glaube ich, ist das morgens. Da müsste ich mich nochmal genau schlau machen, ob ich das auch richtig zeitverschiebungsmäßig gesehen habe. Aber ich glaube, das habe ich zeitverschiebungsmäßig richtig gesehen. Und naja, ich bin mal gespannt, ob das dann wirklich zu dieser Zeit ist. Was gibt es aber hier Neues? Natürlich gibt es hier ein Event. Das Clash Mania ist hier. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das Event ist zum Farmen. Ja, natürlich ist das Event zum Farmen. Aber sind wir mal ehrlich, auch da gab es meine ehrliche Meinung. Ich glaube, an Angriffsressourcen hat es uns nie gemangelt. Allerdings ist es ja mal ganz schick, hier anzusehen, wenn man hier eine Armee trainiert, wie billig die Truppen da unten sind. Das ist schon gut, das ist schon schick, muss ich sagen. Wie echt hypergünstig sie sind, da darf man sich nur nicht dran gewöhnen. Nach 10 Tagen ist dieses Event hier unten wieder vorbei, Leute. Und dann guckt er wieder in der Röhre, so nach dem Motto, ach, jetzt habe ich wieder nichts, also passt da ein bisschen auf. Aber ich meine, es ist natürlich wirklich ein Event, um wirklich echt hart zu pushen. Ihr seht es oben so ein bisschen im Hintergrund, 4 von 6 Bauarbeiter habe ich auch noch frei. Also eigentlich wäre das tatsächlich doch mein Event.
Es sind im Moment die von mir heißgeliebten Clanspiele. Ja, die Clanspiele mag ich natürlich gar nicht. Deswegen habe ich auch erst 50 Punkte, aber es sind ja noch 2 Tage. Ach, alle Zeit der Welt. 2 Tage, 11 Stunden. Und ja, 50 Punkte habe ich schon eingefahren. Und ich denke mal, bei uns im Clan, glaube ich, beim Clan-Herausforderer, der ist im Moment so am Schlafen, wird da auch nicht mehr so viel stattfinden. Es machen zwar so ein paar mit, Matterhorn hatte auch schon die 4000, Sanchez ist dran, Despool dann zweiter auch. Und ja, dann verließen sie uns. Also es ist wirklich, einer hat uns heute verlassen, der Barbarhüs, ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Lass mal gerade gucken, German Ultras, okay. So ohne, so mir nichts, dir nichts, aber vielleicht kann er ein bisschen verstehen. Vielleicht kann ich es auch ein bisschen verstehen. Natürlich ist irgendwann wieder Liga, dann fehlt der Bar bei uns natürlich. Also auch da wieder schon mal der Aufruf für in 5 Tagen und 11 Stunden. Wir suchen Rathaus 14 händeringend. Ich denke mal, so 2, 3 Stück wären sehr, sehr hilfreich, hier die Liga mit uns zu bespielen in Meister 3. Und last but not least gibt es natürlich so ein paar Black Friday-Angebote. Also so ganz schwarz ist der heutige Tag nicht für euch. Also Black Friday Pack 6x, sechsfaches Value. Und vergesst nicht, hier euren Lieblings-Creator einzutragen, wenn ihr hier Käufe tätigt. Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Also irgendein außer ich. Und von daher finde ich die Pakete eigentlich finde ich sie in Ordnung. Ich meine, sie schreiben ja nicht umsonst an, dass es das sechsfache Value von dem normal hat, was es jetzt in-game kostet. Die Rune kostet 1500 hier, wenn wir das kleine mal nehmen, an Gems und auch die beiden Bilder-Potions mit 285 pro Stück an Gems, also an Juwelen. Gems. Der ein oder andere wird sich jetzt wieder aufregen, wie ich das auch spreche, ich weiß. Ist schon ziemlich viel, also man haut ja eigentlich 1500, 280, 560, 570, 2270 Juwelen kostet eigentlich dieses Pack hier ganz rechts. Und ich meine 2200 Juwelen, da muss man erstmal hinkommen. Mit Echtgeld, also 2x 9,99 € so knapp, oder da unten haben wir 2,5 mit 19,99 €. Deswegen sind die Angebote hier im Black Friday schon ziemlich gut, glaube ich. Die anderen brauche ich gar nicht durchgehen. Ich denke mal, die werden so ähnlich sein. Und sechs Heldenbücher, Leute. Sechs Heldenbücher. Wenn ihr also noch einen Helden zu machen habt, wie ich hier Oily. Ich muss Oily halt noch leveln. Halt, da ist es. Aber ich habe Oily auch ganz gut weit bekommen. Ich könnte jetzt auch noch ein Heldenbuch einsetzen. Habe ich allerdings etwas später erst bekommen. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber die anderen drei Helden sind ab. Also Jack, Lassie und auch Triple Trappel Pony. Alles oben hier. Und ja, Clanspiele. Ja, ich glaube, ich muss noch irgendwie meine 4000 Pünktchen machen. Aber wir können ja gar nicht zweifach reingreifen, wenn wir das letzte Tier hier gar nicht schaffen. 50.000 Punkte. Dieses Mal ist es wirklich mau. Ich glaube, diesmal schaffen wir die erstmalig nicht. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel ist auch, also jetzt nicht nur bei mir, sehr, sehr in Hintergrund geraten, sondern auch bei einigen anderen. Die ich sage ich mal sonst schon mal ein bisschen öfter gesehen habe, vor allen Dingen auch in der Twitch-Stream-Szene, abseits von mir natürlich auch, gebe ich auch ganz klar zu. In Vesus Battles ist doof, aber das können wir eigentlich machen. 2 Sterne in der Titan League, da sind wir nämlich. Und von daher ist das, ja, ich weiß nicht, ob dieses ganze Game hier so ein bisschen jetzt, ich will nicht sagen, den Bach runtergeht, aber ob das jetzt gerade jetzt zur WM hin müsste, ist ja eigentlich wieder so ein bisschen anhypen, also so ein bisschen so, da geht was. Und deswegen wundert es mich eigentlich so ein bisschen, dass so gar nichts kommt. Auch so aus der deutschen Szene kommt relativ wenig. Ich meine, okay, Noobs hat er jetzt gestern, glaube ich, geschrieben, dass er ein bisschen erkältet ist, jetzt nach den Live-Übertragungen auch aus Berlin. Und deswegen etwas weniger gemacht hat. Jetzt habe ich gesehen, macht immer ab und zu mal ein bisschen Clash Mini nebenher. Und normales Leben haben die ja auch noch, denke ich mal. Obwohl, das ist ja deren normales Leben, ne? So, ich glaube, das ist ja deren normales Leben. Aber auch viele andere, die sonst normalerweise immer ganz, ganz gerne eigentlich täglich auf Twitch da sind, machen im Moment recht wenig Clash of Clans. Und da geselle ich mich natürlich so ein bisschen rein. Ich mache im Moment, muss man fairerweise sagen, gar nichts. Außer dass ich jetzt heute wieder drauf gekommen bin, Mensch, du kannst ja mal wieder ein Video machen. Supercell hat da ein bisschen was zur Verfügung gestellt,
Warum denn mal nicht? Vor 7 Tagen war mein letztes. Aber streammäßig und so geht bei mir natürlich im Moment eher weniger. Die GML hatte auch schon angefragt, ob ich überhaupt noch was mache und ob sie noch mit mir rechnen können. Habe ich mich noch nicht so geäußert, muss ich sagen. GML war eigentlich immer eine schöne Liga für mich. Also ich habe diese Season immer sehr, sehr gerne bestreamt, immer coole Leute mit dabei gehabt, vieles selbst automatisierend. Das mag ich eigentlich so, dieses selbstautomatisierte, was vor allen Dingen in den Discord angeht. Und deswegen ist das von meiner Seite her eigentlich eine super Sache, die GML zu bestreamen. Den nehmen wir jetzt doch mal mit. Jetzt habe ich eben schon 2 Stück einfach so verpasst, glaube ich. Ne, kann das sein? Ja, ich glaube, ich habe schon 2 einfach so verpasst hier. Dann müssen wir hier mal auf die Kanöne gehen. Dann gehen wir hier mal mit den Goalies rein. Ach, jetzt gehe ich da mit der Queen rein. Ich onk. Okay, die Queen geht natürlich da hinten jetzt ihren Weg. Naja, dann muss sie da auch. Dann müssen wir der jetzt so ein bisschen entgegenkommen hier. Geht ja nicht anders. Jo, das sollte ja eigentlich ein Wardenwalk sein, ne? Das sollte eigentlich ein Wardenwalk sein. Stimmt ja. Habe ich ein bisschen verpeilt. So, jetzt kommen die ganzen Bogenschützen dazu. Aber die gegnerische Queen. Oh, hat er meine Queen geschafft? Okay. Ich habe jetzt fairerweise fast gar nicht mehr drauf geachtet, was wir hier machen. Hier ist noch der Dicke. Hier müssen wir aber so ein bisschen jetzt einmal hier dieses Eck, glaube ich, friesen. Kurz einmal das hier wegmachen und wir bekommen sicherlich noch den dunklen Pott. Jo, den kriegen wir noch. Perfekt. Mal sehen, ob wir das Rathaus auch noch bekommen. Den müssen wir hier unten wieder weggiften, den Kollegen da. Ist der, ah ja doch, die bewegen sich dann etwas weniger. Stimmt wohl. Bewegen sich etwas weniger bzw. etwas behender. Und naja, dann haben wir ihn immerhin ums Dunkle gebracht. Das ist auch Ziel gewesen, dass wir zumindest hier dann unsere Eule weiter leveln können. Und dann sind wir hier ja doch noch so einigermaßen am Start. Ich will mal gucken, die kann ich jetzt nicht nachbauen. Das Clanspiel habe ich natürlich geschafft. Warum habe ich das eigentlich geschafft? Musste man nur 1 Stern holen oder habe ich das Rathaus auch gepackt? Ah, nee, ich habe das Rathaus auch gepackt, glaube ich, ne? Lass mal gerade gucken. Ich won mit 2 Sternen, jo. Aber was ich noch nachschauen wollte, die kann ich jetzt im Moment gar nicht nachtrainen, obwohl ich die eigentlich gerne nachgetraint habe. Ich habe nur im Moment die Bogenschützin nicht. Können wir aber, glaube ich, nochmal machen. Mit einer Pulle, da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel von. Macht aber auch nichts. Das ist nicht so schick. So. Halt so und so. Die sind auch 800 Gold. 800 Gold ist. Das ist echt ein Witz des Tages. Muss man sagen. Für die Belagerungsmaschinen 800 Gold. Normalerweise 80.000. Also wie echt nur noch 1% von dem, was die normalerweise kosten. Und ich glaube, die 10 Tage muss ich doch irgendwie mal vermutlich doch noch ein bisschen ausnutzen. Was meint ihr? Also die Events sind gar nicht schlecht, die im Moment anstehen. Okay, Clanspiele, ich will nicht sagen, sind natürlich schlecht, aber sie sind, glaube ich, heute oder diesen Monat bei uns bei den Herausforderern nicht abschließbar. Ich muss mal recherchieren, woran das liegt. Es liegt sicherlich auch an meiner Untätigkeit oder wenig Spielzeit, die ich im Moment in Clash of Clans investiere. Das reißt natürlich nicht so die Masse mit, gar keine Frage. Das Herdentier läuft nicht mehr vorweg. So will ich es mal sagen. Kann aber noch, was noch nicht ist, es kann ja noch werden. Ihr hört schon, ich belächle das Ganze ein bisschen, aber ich bin schon ernst bei der Sache. Das sei euch gewiss und ich denke, wir werden uns auch wiedersehen. Ich verbleibe, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Clasht.